Man braucht doch bloß beobachten, wer mit wem kommuniziert. Die hiesischen vor Ort sind sowieso bekannt, die Gesichter. Von klein auf an kennt man sich. Polizei und Kriminelle sind teilweise befreundet und das sind Bekannte, die miteinander aufgewachsen sind, etc. pp. Man kennt sich. Und irgendwann fängt man an, sich zu respektieren und akzeptiert, das ist der Kriminelle, ich bin der Bulle und man grüßt sich. Ja, zwar immer mit Abstand, man geht nicht zusammen Bier trinken, sowas gibt es auch, aber Seltenheit. Man bleibt halt bei sich, was ja auch gewollt ist. Ja. Aber letztendlich die Differenzen, jegliche Differenzen zwischenmenschliche, basieren nur auf falschem Glauben. Absolut nur auf falschem Glauben. Es ist alles initiiert. Und vor allen Dingen mittels Manipulationssprache. Hey. Was ich eben mehrfach schon erklärt habe.